Hallo, mein lieber Skorpion, mein Name ist Siu und ich freue mich, dass du zu mir gefunden hast. Hier kommt dein Zeichen vom Universum. Liebes Universum, bitte einmal die Wahrheit für meinen Skorpion. Welche Informationen werden jetzt am meisten gebraucht? Allgemeine Informationen zu meinen Legungen findest du zu Beginn des Videos. Drücke hierfür einfach auf Pause und erhöhe die Bildqualität, wenn der Text bei dir unscharf sein sollte. Und um ein gutes Gesamtbild zu erhalten, schau dir auch gerne die Legungen zu deinem Aszendenten oder deinem Mond an. Wann welche Legung erscheint, das findest du wie immer unten im Infotext. Mein lieber Skorpion, starten wir in deine Legung. Ich sehe hier auch gleich, warum du hier gelandet bist. Ja, da zeigt sich eine negative Gedankenspirale. Ja, irgendwie bei manchen sehe ich hier auch Versagensängste. Und in dieser Legung geht es auch darum, dass sich das auflösen soll. Vorab auch noch der Hinweis, ich sehe hier auch ein zwischenmenschliches Thema. Für einige geht es hier tatsächlich auch um eine Partnerschaft, also eine bestehende Partnerschaft oder jemand aus dem engeren Kreis. Ja, also das hängt wie immer von deiner aktuellen Situation ab. Und ich würde sagen, wir bleiben jetzt mal hier am Anfang der Legung in der gegenwärtigen Situation. Also das reicht ein bisschen in die Vergangenheit und ein bisschen in die Zukunft. Und da sehe ich, dass es hier für dich darum geht, etwas Neues zu starten. Bei sehr, sehr vielen hat das hier mit der eigenen Bestimmung, mit der eigenen Berufung zu tun, ja, mit dem eigenen Lebenssinn ganz allgemein. Bei manchen geht es hier darum, dass sich hier demnächst etwas zeigen soll oder dass du hier bereits mit dem Gedanken spielst, hier etwas Neues in die Wege zu leiten, beziehungsweise hier vielleicht auch eine Art Geistesblitz sich hier auch zeigt. Ich sehe hier auch das Thema Pionierarbeit für viele, was hier eben auch wieder auf die eigene Berufung, die eigene Bestimmung hinweist. Ja, vielleicht auch ein bestimmtes Talent, das du hast. Ja, und da sehe ich eben auch, was das betrifft, hier ein bisschen eine gedrückte Stimmung und auch bei einigen das Gefühl, hier unverstanden zu sein. Vielleicht fühlst du dich hier auch gerade ein bisschen alleingelassen. Oder, das sehe ich ja auch ganz klar für eine bestimmte Gruppe, du versuchst diese Sache komplett mit dir allein auszumachen. Und da sehe ich irgendein negatives Gedankenmuster, das dich hier gerade abbremst. Und es geht jetzt eben auch darum, daraus wieder auszubrechen, mein lieber Skorpion. Denn das, was wir hier sehen, ja, also dieser Start, dieser Anfang, diese Anfangsenergie oder eben auch vielleicht eine alternative Möglichkeit, wenn du hier gerade vor einem Hindernis stehst, ja, auf das, also das soll hier in gewisser Art und Weise freigeschaltet werden oder entfesselt werden. Und ganz, ganz spannend, das Thema in der Außenschau, wir blicken ja auch immer einmal von außen auf deine Situation, um uns einen guten Gesamtüberblick zu verschaffen. Da sehe ich, das ist eine Energie, die sich auf dich zubewegt. Das hat hier auch mit diesem Neuen zu tun und dass du dich hier auch durchsetzen wirst. Ja, also für manche geht es hier um irgendeine eine Konstellation, also eine zwischenmenschliche Konstellation. Für andere geht es hier eben auch ganz allgemein um das Thema den Mut fassen, ja, also sich etwas trauen, etwas wagen, ja, sich hier vielleicht auch einer gewissen Sorge oder Angst stellen. Also es muss nicht zwischenmenschlich sein. Für manche sehe ich es aber schon ganz konkret, spielt aber so gesehen auch nicht wirklich eine Rolle, weil ich hier ganz klar erkenne,
Du wirst hier für dich eine Entscheidung fällen, ja, mit der vielleicht jetzt nicht jeder einverstanden sein muss, aber wo du für dich spürst, das ist für mich richtig. Und da sehe ich einfach ganz klar, da geht es um, ja, um dieses Neue. Also irgendetwas Neues steht hier an, und da wir das hier auch zweimal liegen haben, mein lieber Skorpion, bin ich mir hier sehr sicher, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dass du ganz genau weißt, um was es hier geht. Und für alle, die hier gerade ein bisschen im Dunkeln tappen, habe ich hier schon den Hinweis vom Universum, dass sich hier ein Weg eröffnen soll, auf den du dich gerade zubewegst. Ja, also wichtig, durchhalten, weitermachen, bitte gib jetzt bloß nicht auf, mein lieber Skorpion. Also wenn ich mir den Rest der Legung ansehe, ja, dass du möchtest nicht aufgeben, glaub's mir, ja. Also dazu kommen wir dann auch in der Tendenz. Da schauen wir jetzt aber vorab mal in die Blockaden, die sich hier zeigen. Was ist aktuell herausfordernd? Was ist blockiert? Beziehungsweise was blockiert hier dein Vorankommen? Da sehe ich auf deiner Ebene, und das ist auch spannend, denn das Thema zeigt sich auch zweimal in der Legung. Also es geht hier um das Thema Reflektieren. Bei manchen auch irgendetwas, eine Spiegelsituation, aber ganz allgemein sehe ich hier eine ganz, ganz entscheidende Selbsterkenntnis. Ja, und das hat ja mit dieser negativen Gedankenspirale zu tun. Und hier soll dir etwas klar werden. Da haben wir dann auch einen sehr spannenden Lösungsimpuls. Und das, was hier sehr blockierend wirkt, mein lieber Skorpion, ist, dass hier viele das Gefühl haben, es wäre zu spät. Also da trifft tatsächlich genau die Bedeutung ein, die hier auch auf der Karte steht. Das Gefühl, es ist zu spät. Bei manchen nehme ich hier auch wahr, ich bin zu alt dafür. Also das würde ich gleich mal streichen, mein lieber Skorpion. Ich meine, natürlich für bestimmte Dinge, rein biologisch gesehen, ist man natürlich irgendwann in gewisser Art und Weise zu alt, aber nicht, was diese Sache betrifft. Ja, also das ist ganz, ganz wichtig. Oder eben auch, es ist zu spät, ich habe die Chance verpasst, der Zug ist abgefahren. Diese Gedanken solltest du schleunigst über Bord werfen, denn irgendetwas soll dir hier klar werden, irgendetwas soll dir hier bewusst werden. Natürlich, jeder verpasst die ein oder andere Chance im eigenen Leben. Aber es ist auch oft so, ja, dass das einfach eine Lektion ist, die einem auch zeigt, wenn sich wieder eine Chance zeigt, die sich so anfühlt, dann ist es natürlich auch wichtig, das wahrzunehmen, denn du spürst hier dann schon auch, ach, das ist jetzt etwas, das sich mir eröffnet, da nehme ich meinen Mut zusammen und wage es, ja, also das sehe ich hier ganz klar, und es ist für dich jetzt auch wichtig, nach vorne zu blicken, lieber Skorpion, und nicht zurück, was ist alles schief gelaufen, sondern was kann jetzt alles richtig laufen, ja, also darum geht's ja. Und das, was ich hier schon auch wahrnehme, ist, das hängt ja auch ein bisschen mit diesem Anfang oder diesem neuen Weg zusammen, der sich hier zeigt, dass hier manche vielleicht einfach auch ja Versagensängste haben, ja, und dass sich hier ein gewisser Druck aufbaut, wo man hier vielleicht schon vorab ja ein bisschen zögert, weil man hier Angst hat, was ist, wenn das wieder nicht klappt, ja, an sich, so wie das hier liegt, soll es klappen, mein lieber Skorpion. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Und das, was ich hier für manche auch sehe, ist, es geht hier vielleicht auch darum, sich einer bestimmten Vertrauensperson zu öffnen und vielleicht auch mal darüber zu sprechen. Für alle die, wo ich hier einfach wahrnehme, man macht hier irgendetwas mit sich selbst aus, was jetzt gerade dazu führt, dass man hier eher negative Gedankenkreisläufe pflegt, was natürlich auf lange Sicht natürlich nicht förderlich ist, weil es geht hier wirklich darum, ja, nach vorne zu blicken und diesen Anfang in Angriff zu nehmen. Schauen wir mal weiter. Da sehe ich eine Blockade, die ist mehr an einen Mechanismus gebunden, ja, oder zeitlich bedingt. Da sehe ich zweimal, du wirst einen wichtigen Hinweis oder eine Unterstützung bekommen.
Das hat auch mit deiner Vergangenheit zu tun oder mit etwas, das sich in der Vergangenheit zugetragen hat. Ja, und was hier auch wichtig ist, das habe ich auch ausgetestet beim Ziehen der Karten. Bei manchen ist das hier eine reale Person, mit der man spricht, ja, oder sich austauscht, also direkt kommuniziert. Und für andere ist das tatsächlich etwas, das man nachliest, ja, das von einer weiteren Person verfasst worden ist, wo man hier vielleicht auf ein bestimmtes Thema stößt, ja, das plötzlich greifbar wird oder sichtbar wird, wo du hier dann etwas nachlesen kannst, ja, was dazu führt, dass du hier auch für alle, die hier mit der Vergangenheit irgendwie hadern, dass du hier auch abschließen kannst und etwas Positives daraus ziehen kannst, was natürlich auch sehr, sehr wichtig ist. Und das sehe ich einfach in Verbindung mit einer weiteren Person, egal ob du direkt mit dieser Person kommunizierst oder hier etwas durchliest, das jemand anderes eben verfasst hat. Ja, also vielleicht eben irgendein Artikel oder dergleichen oder in irgendeinem Buch. Kann natürlich auch ein Video sein, also das schließe ich hier nicht aus. Das ist etwas, das sich auf dich zubewegt und da bekommen wir auch einen wichtigen Lösungsimpuls. Vorher gehen wir aber noch auf die zwischenmenschliche Ebene. Wir schauen uns ja immer eine Blockade an, die ganz konkret mit anderen Personen oder aber einer bestimmten Person zu tun hat. Ja, und auch hier liegt der Anfang. Also entweder ein Neustart innerhalb einer bestehenden Partnerschaft oder es geht um eine sehr enge Freundschaft. Jemand aus dem engeren Familienkreis. Den Bekanntenkreis schließe ich hier aus und für alle, die hier auf Berufliches schauen oder auf die Berufung, dann geht es hier um einen Kontakt, mit dem du hier tendenziell eher enger zusammenarbeitest. Für die meisten sehe ich hier eben das Thema Herzensangelegenheit, was in diesem Zusammenhang eben auch tatsächlich mit einer bestehenden Partnerschaft zu tun haben kann, ja, also tatsächlich eben das Thema Partnerschaft und Liebe. Für alle, die neu hier sind, ja, dazu spreche ich nur, wenn sich die Karten hier äußern, ja, also wenn wir hier tatsächlich ein Bild bekommen aus bestimmten Erfahrungswerten, ja, denn oft kann natürlich auch eine Kartenlegung da sehr hinderlich sein. Und hier geht es um einen Anfang. Also entweder ist dieser Anfang hier blockiert aufgrund eines zwischenmenschlichen Themas, das geklärt werden möchte. Ja, also eben im engeren Kreis, was natürlich auch verständlich ist. Ja, denn die Kontakte, die wir haben, vor allem die Kontakte, die uns sehr wichtig sind, wenn hier irgendetwas ins Ungleichgewicht gerät, dann wirkt sich das natürlich auch blockierend auf andere Lebensbereiche aus. Ja. Und für einige geht es hier eben auch darum, dass hier innerhalb einer Verbindung ein Neustart gemacht werden soll. Ja, irgendetwas, das sich hier vielleicht auch über die Jahre aufgebaut hat, beispielsweise, wenn das hier eine längere Verbindung ist, also ganz egal, ob das jetzt eine Partnerschaft ist oder jemand anderes. Dass hier von vorn begonnen werden kann, ja. Und das ist hier ein Thema, das sich hier zeigt. Aber auch hier bin ich mir sehr sicher, wenn du mit dieser Legung in Resonanz gehst, dann weißt du ganz genau, um welche Thematik es hier geht. Und da habe ich eben auch schon den Hinweis für dich. Hier zeigt sich ja auch schon bereits der Anfang in den Blockaden. Also irgendetwas soll hier noch bewusst werden, damit sich dieser Anfang auch zeigen kann. Und da schauen wir jetzt direkt in die Lösungsimpulse vom Universum, was du hier tun kannst, um deine Situation zu verbessern. Bleiben wir jetzt gleich auf der zwischenmenschlichen Ebene. Das sagt das Universum, da zeigt sich jetzt auch da zeigt sich eine drückende Stimmung oder vielleicht es sind schon eher verschiedene Themen, wenn ich mir das so ansehe. Diese Themen, ja, das können auch ganz kleine alltägliche Themen sein, wirken sich aktuell sehr belastend auf dich aus. Und es geht hier um das Thema Gerechtigkeit, ja. Also das heißt jetzt nicht, dass die Person, mit der du es hier zu tun hast, ein ungerechter Mensch ist, ja. Es geht hier mehr darum, etwas ist ins Ungleichgewicht geraten, deshalb zeigen sich hier ja auch diese Themen. Das ist jetzt nichts Beunruhigendes. Wichtig ist hier zu erkennen, welche Themen sind das, mein lieber Skorpion? Da gilt es hinzusehen
Das kann auch sein, dass das hier ein Thema ist, das sich über mehrere Wochen oder Monate entfaltet, wo es einfach auch darum geht, hier Schritt für Schritt diese schwierigen oder Schwierigkeiten, es werden nicht alle Themen große Themen sein, es geht mehr um die Summe, wo es hier darum geht, Schritt für Schritt diese Themen abzubauen. Und was ich hier auch ganz klar wahrgenommen habe beim Ziehen der Karten, in dieser zwischenmenschlichen Angelegenheit ist es auch ganz besonders wichtig zu erkennen oder sich bewusst zu machen. Ja, das heißt jetzt nicht, dass es dir nicht bewusst ist, aber es ist wichtig, das hier in dieser Legung anzusprechen. Es gehören immer zwei dazu oder vielleicht ist es auch eine Personengruppe bei manchen. Jeder trägt hier seinen Teil dazu bei, ja, dass die Situation so ist, wie sie ist. Und da geht es jetzt nicht um Schuld. Das ist jetzt nicht das Thema, sondern es geht auch darum zu erkennen, wo bin ich vielleicht nicht ganz fair. Ja, bei den anderen erkennt man das meistens etwas klarer. Wichtig ist natürlich auch bei sich selbst zu erkennen, wo bin ich vielleicht nicht ganz fair, beziehungsweise natürlich geht es auch darum, wo zeigt sich das bei der anderen Person, welche Themen sind hier, wirken sich belastend auf diese Verbindung aus. Und das Universum sagt hier geht es eben auch darum, das Gute zu erkennen, denn sonst würde sich diese Verbindung hier ja auch nicht zeigen. Also diese Verbindung hat durchaus sehr, sehr viele positive Aspekte. Aber hier zeigen sich natürlich auch Themen, und das ist ganz normal, die sich im Laufe der Zeit herausbilden. Und wichtig ist, das große Ganze zu betrachten. Und das soll eben auch dazu führen, ja, dass hier ein Neustart sich zeigen soll, beziehungsweise, dass sich dadurch, dass man hier diese Themen auflöst, ja, also sich dieser Beziehungsarbeit, ja, egal ob es eine Partnerschaft ist oder nicht, hier widmet, also hier diese drückenden Themen abbaut, dass hier dann auch die Bahn frei wird, ja, oder vielleicht eben auch die Motivation frei wird für diesen neuen Weg. Das ist hier offenbar ganz, ganz wichtig, dass das hier auch für dich geschehen soll. Da schauen wir jetzt gleich mal weiter. Da haben wir im Prinzip einen ähnlichen Lösungsimpuls. Da geht es dann eben auch um diesen Hinweis. Das Universum sagt, es ist in dieser Verbindung auch wichtig, in grundlegenden Dingen, ja, da gibt es bestimmte Kernthemen, wo es wichtig ist, dass du und dein Gegenüber, dass ihr euch da einig seid. Aber, mein lieber Skorpion, es geht nicht darum, dass man in allen Punkten einer Meinung sein muss. Hier gibt es ganz konkrete Themengebiete, die für beide Seiten sehr wichtig sind. Da ist es entscheidend, dass ihr euch da einig werdet, dass man hier auf einen grünen Zweig kommt. Und dann gibt es noch einen anderen Bereich, den auch beide Seiten oder vielleicht sind es eben auch mehrere Personen, die, wie gesagt, involviert sind, die einen selbst betreffen. Ja, also wo es wichtig ist, dass du hier mit dir selbst im Grünen bist, beziehungsweise dein Gegenüber hier mit sich selbst im Grünen ist. Aber da muss das betrifft jetzt nicht diese Verbindung, ja. Da geht es um ganz bestimmte Themen, die zeigen sich schon länger in dieser Verbindung. Also auch hier wieder der Hinweis, es sind mehrere Themen. Und da ist es wichtig, hier auch zu erkennen, was sind die Themen, weil das hat sich hier irgendwie ausgedehnt. Ja, und es geht hier darum zu erkennen, es ist gar nicht so viel. Ja, das ist entscheidend. Es sind schon ein paar Themen und da ist natürlich auch ein gewisser Aufwand nötig, der sich aber auch bezahlt machen soll, mein lieber Skorpion. Also das sehe ich hier auch ganz klar. Und dadurch wird dann auch klarer, welche Themen betreffen jetzt nur mich und welche Themen betreffen diese Verbindung. Denn das soll geklärt werden und sind ja diese Kernthemen geklärt, dann sehe ich ja auch, dass eine Ruhe einkehren soll. Also vielleicht sind das auch Themen, die hier schon länger unterschwellig mitlaufen, wo es einfach wirklich darum geht, hier gefühlvoll aufeinander zuzugehen. Und hier auch wirklich das anzusprechen. Ja, also hier eben auch, wir haben hier auch das Thema Spiegeln. Also sich vielleicht auch, bevor man das anspricht, in den anderen hinein zu versetzen oder eben sich hier auch in die Lage zu versetzen, wie müsste man mir das selbst sagen, ja, damit ich mich nicht extrem angegriffen fühle oder verletzt fühle, weil das sehe ich auch, das ist ja ein großes Thema, dass man hier vielleicht auch die Sorge hat, das Gegenüber zu verletzen.
verletzen, ja, oder vor den Kopf zu stoßen. Man kann sich hier auf jeden Fall vorbereiten, aber wichtig ist, dass diese Themen geklärt werden. Und da gehen wir jetzt noch auf deine Ebene, ja, also da geht es jetzt eben gerade um dieses Themengebiet zu spät, Chance verpasst, hier zu sehr auf die Vergangenheit zu blicken. Und da sagt das Universum, hier ist mit einer Überraschung zu rechnen. Ja, also Überraschung kann vieles sein. Also es ist auf jeden Fall etwas, das dich überraschen wird. Das kann sein, dass es tatsächlich hier darum geht, dass du hier etwas erhältst, ja, was dazu führt, dass sich hier diese Blockade löst. Das kann aber auch durchaus ein Geistesblitz sein, dass du hier plötzlich auf neue Gedanken kommst oder eine Eingebung hast, wo irgendetwas sonnenklar wird. Das ist etwas, das du auf dich zukommen lassen sollst. Ja, also es kann von außen sein, also da, vielleicht sagt dir auch jemand etwas, vielleicht erhältst du hier bestimmte Informationen oder es ist eine unerwartete Wendung, ja, die sich hier zeigt in einer bestehenden Entwicklung. Also bleib hier offen dafür, da sagt das Universum, da ist etwas bereits in Bewegung, ja, was das hier betrifft, also bleib hier zuversichtlich und bleib dran, vor allem eben auch, was diesen neuen Weg betrifft, also irgendetwas kommt hier auf dich zu, das überraschend sein wird und das ist auf jeden Fall positiv. Und da schauen wir jetzt noch in die Tendenz, also was hier höchstwahrscheinlich als nächstes auf dich zukommen könnte. Bleiben wir jetzt hier auf der Ebene des Umfeldes. Da sehe ich, es geht hier um Kommunikation. Also die Kommunikation innerhalb dieser Verbindung verbessert sich. Und auch hier sehe ich das Thema Selbsterkenntnis. Das sehe ich auch auf beiden Seiten. Ja, also ich sehe, dass sich die Wogen glätten, was auch immer hier los ist. Ich sehe, dass hier auch irgendetwas besprochen wird. Also es geht hier um irgendeine Klarheit und eine Beruhigung der Situation in dieser Verbindung. Ja, also da sehe ich schon auch, dass dieser Neustart hier stattfinden soll. Gehen wir auf die nächste Ebene. Ich sehe, dass eine Last abgeworfen werden kann. Hier zeigt sich das Thema Erleichterung. Und da geht es eben auch offenbar um diese Themen, die sich hier im Zwischenmenschlichen zeigen. Was bedeutet diese Informationen, die wir hier in den Blockaden gesehen haben, die sollen sich hier auch im Laufe dieser Arbeit, also dieser Beziehungsarbeit, egal welche Form von Verbindung das auch sein mag, das soll sich hier zeigen. Ja, also vielleicht schnappst du hier auch zufällig irgendetwas auf, das dir hier hilfreich ist. Ja, vielleicht liest du etwas nach. Ja, oder könnte bei manchen auch tatsächlich vielleicht eine Art Mediation sein, ja, die sich hier zeigt, ja, also dass man hier vielleicht mit einer neutralen, außenstehenden Vertrauensperson über etwas spricht, also nur um ein paar Beispiele zu nennen. Und hier sehe ich, dass sich etwas auflockert, ja, das sehr lange in eine Starre geraten ist und vor allem eben auch diesen Moment der Erleichterung. Und da sehe ich aber einfach auch einen Prozess, der noch über einen längeren Zeitraum laufen wird, ja, wo sich eben etwas aufzulockern beginnt, ja. Also das ist hier auch entscheidend, ja. Also das soll immer leichter werden. Da kann es eben auch darum gehen, dass sich hier einfach mehrere Themen zeigen, die hier über einen längeren Zeitraum bearbeitet werden möchten. Aber eine große Last, also oder eine spürbare Last, die soll sehr plötzlich von dir und tendenziell eben auch deinem Gegenüber abfallen. Und auf deiner Ebene sehe ich ja auch das Thema Erleichterung. Ja, also das sehe ich hier gleich zweimal. Ich sehe, manche können hier vielleicht sogar tatsächlich ein Teilziel schon erreichen. Für manche könnte das schon auch ein gewisses Ziel sein, das man ins Auge fasst. Was sich hier zeigt, ist ein guter Überblick, ja, also tatsächlich eben auch wie eine Art Befreiungsschlag, den ich hier wahrnehme. Dieses Gefühl, dass es für irgendetwas zu spät ist, ja, oder dass man hier eine Chance verpasst hat, das sehe ich hier verschwunden. Was jetzt natürlich auch bedeuten kann, dass diese überraschende Situation vielleicht eben auch eine neue Chance ist, eine neue Möglichkeit, die sich dir hier plötzlich eröffnet. Deshalb ist es eben auch sehr wichtig, dass du hier auch erkennst, dieser neue Weg oder diese Aufbruchstimmung, die sich hier zeigt,
die ist auch da, um genutzt zu werden. Und da sehe ich, dass sich hier sehr, sehr rasch Fortschritte oder sehr spürbare Fortschritte bemerkbar machen sollen, mein lieber Skorpion. Ja, eine wirklich spannende Legung. Wir kommen jetzt aber zum Abschlussritual, und wenn du mit dieser Legung in Resonanz gegangen bist, dann freue ich mich wie immer sehr über dein Like oder einen Kommentar. Denk auch daran, meinen Kanal zu abonnieren, wenn du das noch nicht gemacht hast, und aktiviere auch sehr gerne die Glocke, wenn du über neue Legungen informiert werden möchtest. Ich meinerseits wünsche dir von Herzen nur das Allerbeste. Ich glaube an dich, glaub an dich. Möge sich der Knoten lösen. Vielen Dank für dein Vertrauen.